gut gesagt mit dem 20, weil ich fordere immer, dass der andere dann... Da muss man rechnen, ne? Ja. Und gleich noch Scherz auf mit einem dummbösen Unterhalt. Das soll nicht diskriminierend sein. War Scherz auf. No problem. Nee, ich meinte ich sowieso nicht. Nein, um Gottes Willen. Sonst würde mich diese nicht, nicht so nett unterhalten können. Auf jeden Fall nicht. Nein. Hallo. Jawohl. Wer ist jetzt wer? Das sind wir und das sind die anderen. Also die Blauen sind wer? Die Blauen ist KGW. Wer? Wanderfalke. Wanderfalke, Essen. Also. Und die Blauen, das ist Meiderich. Meiderich. Doch nicht. Also die Weißhelme sind die Weiß- der Wanderfalke. Nee, die blauen Helme sind. Ach, die blauen Helme sind Wanderfalke und die anderen nennen sich Meiderich. Meiderich. In Duisburg-Meiderich. So. Ich war einmal hier bei einer Meisterschaft. Ich habe gerade schon mit Kollegen da gesagt. Also, entweder war 19 oder 18, vielleicht auch 17. Man wird so schnell alt. Ja, die Jahre vergehen. Ja. Geht ratzfatz. Im Allgemeinen war ich immer, weil ich immer geschätzt werde. Ich sage, ich schätze mich alle Jünger, die schätzen mich immer auf 79,5. Das ist doch gut, oder? Ja, sicher. Haben wir. Wie gesagt, also es fehlt nur, dass uns das auch noch wegnehmen. Wir haben, dann sind wir im falschen Land hier. Meine Frau, da haben wir gerade einen politischen Veranstaltung. Ich finde nicht, die Polizei da nicht. Ja, weißt du was? Ich ärgere mich nicht. Und was habt ihr jetzt? 3-0? Ja, 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 ja. Schnellig aus. Also wirklich keine Ahnung, wo ich spielen, aber... Das ist aber jetzt nicht wiederum nicht diskriminierend, sagen Paralympik hier. Nein, nee, das sind meine Jungs. Ne? Aber wenn Sie was gut sehen wollen, dann müssen wir ganz vorne. Da spielt auch Wanderfalke gegen Rote Mühle. Wann? Essen gegen Essen. Jetzt? Ja? Ja, ich spiele seit 15 Minuten. Das wollte ich, ja, das... So, ich stehe hier am Regattahaus in Essen und höre gerade hier jemand von einem
Kanu-Verein, die auf Platz 1 gespielt haben. Sag mir mal, welche Vereine da gespielt haben und wie das Ergebnis war. Also auf Feld 1 hat Wanner-Volke Essen gegen Rote Mühle Essen gespielt und Wanner-Volke Essen hat leider 5-2 verloren. Und seid ihr jetzt nicht mehr weiter? Wir sind aus dem Viertelfinale jetzt ausgestiegen oder rausgeflogen und spielen um die anderen Platzierungen. Also, es geht dann also weitere Platzierungen. Ihr seid noch nicht raus. Genau. Gut, alles klar, danke, tschüss.